Ja, für unsere Branche hat Swisskills eine sehr grosse Bedeutung, und zwar aus zwei Gründen. Erstens einmal haben die jungen Polymechanikerinnen und Polymechaniker die Möglichkeit, sich im Wettbewerb zu messen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich eine tolle Leistungsschau, wo junge Schulabgänger die Möglichkeit haben, sich zu orientieren und hier hoffentlich eine Unterstützung bekommen bei der Berufswahl. Ja, das Besondere an den Swisskills ist, man kann sich hier mit den Besten messen. Also, man konnte sich qualifizieren. Und gestern war das Halbfinale. Und da konnte ich weiter. Und jetzt bin ich im Finale. Und jetzt kann ich endlich, könnte ich Schweizer Meister werden, wenn es gut läuft. Also ja, ich empfehle es jedem, der die Chance hat. Hey, kommen da Swisskills, ist eine riesige Chance. Auch mal das Wettkampf-Feeling kennenlernen. Und ja, also, wenn ihr die Möglichkeit habt, gebt euch das Beste und kommt an und zeigt euch können. Es ist spannend zu schauen, weil wenn man sicher noch keine Lehre hat oder so, dann sieht man die verschiedenen Berufe, was du machen kannst. Es ist sehr cool und du musst nicht zum Beispiel in der BAM schauen, dann wird es dir vielleicht erklärt und du kannst einzelne Sachen machen, aber hier siehst du wirklich, was du wirklich machst im Berufsleben. Und das finde ich halt noch cool. Wenn man hier durch die Hallen durchläuft und sieht, wie viel und wie interessiert die jungen Leute und auch ihre Eltern oder eben die Besucherinnen und Besucher hier sind, dann kann ich sagen, die ganzen Swisskills sind ein Highlight. Das Coole ist eben, es sind alle Berufe live, es sind ja 150 Berufe hier, 80 davon Wettkampf. Man kann hierher kommen und sieht die Leute beim Arbeiten eigentlich. Und das ist ja perfekt, wenn ich nochmal zurückgehe als 12-Jähriger, für die Berufe anzuschauen. Für mich ist es eigentlich sehr cool, im Wettkampf zu nehmen. Es ist sehr spannend, man nimmt grosse Erfahrungen mit. Schon mit anderen Leuten, die du lernst kennen, also hier mit anderen Wettkämpfern. Einen davon kenne ich sogar aus meiner Klasse. Wir reisen sehr gut zusammen, es ist freundschaftlich und es ist eigentlich so sehr cool. Also der Verband hat mich eigentlich tiptop unterstützt bis dahin. Sie haben mich immer gut gecoacht, haben mir Feedbacks gegeben, gesagt, hey, schau, da musst du noch ein bisschen arbeiten. Also da bin ich wirklich sehr gut und eng betreut worden.